Yo, servus Leute, was geht ab? Mein Name ist Benji, willkommen hier zurück auf No Hand Gaming. Und es ist wieder soweit, es ist zurück, lange ist her, aber heute gibt es wieder Schlag den Benji. PSN-Codes kriegt ihr am schnellsten und besten bei VGO-Shop, ja. Die günstigsten Codes im Netz und am schnellsten auch noch, ja. Nutzt NAG Kappa für Rabatt. Link in der Beschreibung. Boom, boom. You're done now. Lange, lange ist es tatsächlich her, dass wir diese Serie schon gebracht haben. Ihr habt es euch immer wieder gewünscht, dass ich es zurückbringe. Vor allem, weil sich eben viele wünschen, mal gegen mich zu spielen. Und da dachte ich mir heute, ja komm, ganz ehrlich, machen wir es doch wieder. Bringen wir Schlag den Benji zurück. Und ihr habt die Möglichkeit, Gewinne abzusahen, wenn ihr mich schlagt. Das Ganze wird ganz easy cheesy so ablaufen. Ich suche mir immer auf Instagram einen Gewinner raus. Ich habe gerade zum Beispiel eine Story gemacht. Habe gesagt, ey, dann und dann, so sieht's aus. Ihr müsst jetzt gleich spielen können. Schreibt mir eine Nachricht auf Insta. Dann habe ich mir einfach zufällig jemanden rausgesucht. Habe ihm geschrieben, zack. Habe ihn jetzt gerade schon hinzugefügt. Und dann heißt es, ich werde ihn jetzt gleich einladen. Und ihr werdet gegen mich spielen. Ich werde es wahrscheinlich so machen. Ich werde so special-mäßig was machen. Das heißt, Special Teams auch machen. Das heißt, zum Beispiel, um einen besonderen Spieler baue ich dann ein Team. Und so, damit müsst ihr mich schlagen. Heute aber. Heute, diese Episode, spielt ihr gegen mein Main-Team. Und heute könnt ihr deswegen auch eine 50 € PSN Xbox Origin oder was weiß ich, die ihr auch immer haben wollt, Karte gewinnen. Aber dafür müsst ihr dieses Team hier schlagen. Das ist aktuell mein Main-Team, wie ich es spiele. In Game 4-1-2-1, wo ihr wisst es, Vera auf der 6, Rullit Nainggolan auf der 8, Doppelsturm Ronaldo auf der 10 Bale. Ist auf jeden Fall lecker, Leute, Freunde. Und ich würde sagen, smash den Daumen nach oben, wenn ihr Bock habt auf mehr Schlag den Benji in Zukunft, dass ich das immer mal wieder bringe, so ein bis zwei Mal im Monat oder auch jede Woche oder alle zwei Wochen mal. Mal gucken, so wie ich Bock habe. Und ich würde sagen, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr neu seid, abonniert gerne. Und dann würde ich sagen, lade ich den guten Mann jetzt ein, dass ich ihn nicht weiter auf heißen Kohlen sitzen lasse hier. Und dann würde ich sagen, let's go. Ich bin gespannt. Und pro Episode natürlich zwei Leute, ne? Also, das ist auch muy importante, señor Escobar. So, Freunde, ich habe ihn eingeladen, da ist er schon. Sein Team, man kennt es, aber es ist kein Bakayoko drin, es ist kein Jesus drin. Gutes Zeichen für mich. Trotzdem Premier League Team, ich würde sagen, let's go, es geht hier um 50 Flocken. Das heißt jetzt, Sweat Mode wird angemacht. Ihr wisst es, in-game stelle ich natürlich immer um, zack, die Bohne, bang, bang. Ups, ja, natürlich, Anweisungen werden auch natürlich stabil. Ich mache mal, zack, vorne, zentral orientieren, Abwehr überlaufen. Hier habe ich es jetzt gerade absolut verkackt. Ich mache eigentlich nur vorn bleiben drauf, auf dem Stürmer. Bei den beiden das und hier hinten. Ihr seht schon, alles klar, perfekt. Ja, ich hoffe, so passt es. Let's go. Nein, Vieira spielt natürlich auf der 6. Wow, Benji. Okay, man sieht schon, die Connection ist leider nicht ganz so geil. Was natürlich vom Vorteil wäre, wenn ihr bei dem Ganzen mitmacht, dass ihr natürlich eine stabile Internetleitung habt, dass man nicht so, wie hier ist jetzt nicht allzu schlimm, aber auch nicht geil, dass man nicht so, ja, im Lag und Delay und alles Mögliche spielen muss. Das wäre ja, macht mehr Spaß für beide Seiten. Wird ein besseres Video und es macht mehr Spaß zu spielen. Oh, Alter, die Connection ist schon ultra wack. Und Gareth! Ah! Ronaldo macht den Fuß davor. Zum 1-0 hier. Die Connection ist echt nicht so geil. Also ich würde mich echt freuen, wenn ihr mitmacht. Ich kann es ja nicht vorher wissen, wie eure Connection ist. Aber wenn ihr einfach eine saubere Leitung habt, wo ihr auch meistens einfach clean spielen könnt. Oh, und Fed Ronaldo! Oh, 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 ah, zweites Mal von Fed Ronaldo. Rullit, Klatscher. Oh, komm, Ronaldo. Ah, wieso mit dem Kopf, bro? Jetzt, oh, das ist wieder Butlet im Tor, Alter, krass. Oh, oh. What? Oh, jetzt aber. Es gibt es nicht drittes Mal, Alu!
Glück führe ich hier, Alter. Weekend League wäre ich schon richtig am tilten. Das ist die magische 45. Minute, wie man sie, glaube ich, nennt. Ja. Nice. Er kriegt ihn halt voll in die Fresse. Was ich euch auf jeden Fall auch noch sagen will, bevor er jetzt hier ab... Na, ist ja eigentlich egal, ob er abpfeift, aber... Wenn ich in dieser Serie rage, was weiß ich, irgendwie mit Tricks und sowas spiele, dann ist es nie irgendwie, um euch niederzumachen, um euch zu beleidigen beim Ragen. Es ist einfach immer nur das Spiel, oder zum Beispiel Spaß zu haben, oder wenn man einfach sauer ist beim Ragen gegen das Spiel. Also nehmt mir das auf jeden Fall nicht übel. Jetzt gehen wir erstmal in die zweite Halbzeit. Mal sehen, ich, 1-1 ist jetzt ernüchternd. Marin, ja, es geht. Sehr schön. Nice, Garrett. I like that. Sehr schön. Let's go. Jetzt macht aber Ronaldo mal das, was er immer macht. Und fällt Ronaldo mit dem 3-0. 3-1. Sorry. Nice. Stabilo. Wie ein Stift. Hashtag no placement. War aber auch freier als Maisfeld. Das war der schlechteste Vergleich, den ich was gemacht habe. Ja, das war ganz nice vom guten Ronaldo. Let's go. Jetzt läuft's aber auch gerade, muss man ehrlich gesagt sagen. Jetzt läuft's aber auch gerade. Das ist der richtige Rhythm and Flutes. Was vielleicht auch gar nicht mal so eine blöde Idee wäre, was ich mir gerade gedacht habe. Man wechselt das Team, wir würden das Team quasi erst wechseln, wenn uns jemand damit schlägt. Wäre das eine Idee oder würdet ihr ja sagen, jede Folge das Team wechseln? Schreibt es mir auf jeden Fall mal bitte in die Kommentare und ich glaube, ich kriege jetzt keinen. Oh, und da ist er drin. Nice. Oh, De Gea. Heftig, deshalb liebe ich dich. Booyah, Baby. Ronaldo. Cristiano. Puh. So, und der Schiri pfeift, das heißt, es ist Spielende, richtig. Das war das erste Spiel. Ehrlich gesagt, etwas leichter, aber trotzdem biges, ja. Großes GG an den Gegner. Danke für das Spiel, Digga. Und dann würde ich sagen, gehen wir jetzt ins zweite rein. Wir haben ja erstmal die 50 Euro gesaved. Der nächste hat jetzt wieder die Chance. Es geht wieder um 50 Euro. Es wird sich nicht stacken, weil sonst bin ich bald arm. Also, ich lade ihn ein und dann gehen wir rein ins zweite Spiel. Danke nochmal an Marvin0610 GG. Ich bin jetzt richtig gespannt, ob die Connection gut ist oder nicht. Und wir treffen auf das nächste Premier League Team mit Jesus und Bakayoko dieses Mal. Und Martial. Ah, Lord. Okidoki. Ach so, ihr seht ja schon. Ich bin jetzt übrigens, ne, meine Wohnung ist... Ich bin nicht mehr im anderen Zimmer. Das ist jetzt nur noch Schlafzimmer. Ich sitze quasi im Wohnzimmer. Und da hier steht jetzt auch mein Schreibtisch drin. Und hier werden jetzt die zukünftigen Videoproduktionen stattfinden. Oh, der gute Henne. Ist sogar am Sprechen. Henne, bitte gib mir eine gute Con, bra. Mein Junge steht so frei. Bye, have a great time. Oh Gott. Ich merke schon, dieses Spiel wird hier definitiv ein ganz anderes Kaliber haben. Ganz anders. Nein! Und da ist es. Okay, ich sag ja, das wird ein ganz anderes Kaliber hier haben. Und zack, da ist das 1-1. Die Borrow hat's gesaved.
So schnell kann es dann auch wieder gehen. Let's go! Ronaldo Nash! Heise! Oh, und das war er. Das war er! Und ich, keine Ahnung. Keine Ahnung, wirklich. Dass ich da so abschließe, weiß ich. Ob, warum ich da so abschließe, ich weiß es nicht. Habe ich, glaube ich, noch nie so schlecht gemacht. Keine Ahnung, wieso. Jetzt aber, da ist er, den Hacke zu Hacke wollte ich schon viel früher machen, hat er ihn noch hinterher gesetzt. Ich meine natürlich Pro und zu Pro und sorry. Und innerhalb sind heute das 2-1 gemacht. Aber das ist hier echt schon eine ganz andere Partie, eine ganz andere. Sehr schön, let's go. Fat Ronaldo is on fucking fire! Und dann noch das 3-1 in der Halbzeit. Ich liebe den Kerl, warum den Tizi verkauft hat. Ich weiß es nicht. Okidoki, das ist auf jeden Fall gut für uns. Wäre eigentlich geil, sowas. Jede Woche mit irgendeiner angesagten Karte dieses Schlag den Benji zu machen, wie zum Beispiel, keine Ahnung, Inform Alessandrini Schlag den Benji. Wäre doch gar nicht mal so eine schlechte Idee, finde ich eigentlich, so als Serie. Jetzt habe ich ihn aber gerade in der Zange. Jetzt habe ich ihn in der Zange. Zack! Fat Ronaldo. Ist da. Boah, das war wieder stark gemacht. Das war saustark gemacht. Richtig stark. Der nutzt seine Chancen. Zwei Dinger, zwei Tore. Kann ich nichts gegen sagen. Hab mich stehen gelassen, aber absolut. Fat Ronaldo. 3, 2, 1. Der Keeper hält. Das wollte ich damit gerade nur zeigen. Oh, oh. Nein, nicht 3 Chancen, 3 Tore. Fuck. Was mache ich? Scheiße. Ja, bei mir trifft 3-mal Ronaldo, bei ihm trifft 3-mal Antonio. So kann man es auch machen, ne? Na gut. Ich habe definitiv schon schönere Tore gesehen, aber ich nehm's. Ah? Hack Ronaldo mit dem 4. Es ist aber ein ganz anderes Spiel als vorhin. Der Gegner hier ist viel besser. Dass ich hier 6 Tore schieße, entspricht so ehrlich gesagt nicht ganz dem Spielverlauf. Das Team macht hier halt auch schon wirklich sehr, sehr viel aus. Habt ihr Blanc gesehen, wie der da rausgeraced ist? Von selbst. Ja gut, sowas macht der Ronald halt rein. Und da ist die Nummer 8. Jetzt, keine Ahnung, am Ende, ich weiß auch nicht ganz ehrlich, wieso. Wie gesagt, ich kann nur sagen, der Gegner spielt trotzdem gut. 8 Dinger, keine Ahnung, I don't know, wirklich. Und auch dieses Spiel pfeift er ab. GG nochmal an dich, Henne, du hast dich wirklich gut geschlagen. Wie gesagt, 8 Tore an sich, viel zu viel, aber ich denke mal, da macht dann auch das Team viel aus. Das war's hier mit diesem Spiel. Ronaldo holt sich natürlich dank 5 Toren ein 10,0. GG nochmal. Weiß ich bei dir, ich kann eigentlich auch so ein bisschen Teamverbesserungstipps vielleicht geben. Ich würde hier gar nicht großartig was ändern. Ich glaube, fand Jesus ein bisschen verloren auf der 10. Antonio aber gut im Sturm. Ansonsten natürlich stabiles Team, Freunde. Wenn ihr, einer von euch, nächstes Mal auch dabei sein möchte, wie ihr im teilnehmen könnt, ganz einfach. Checkt mein Instagram ab, dort heiße ich einfach NoHandGaming, so wie hier auf YouTube. Und dann einfach immer wieder schauen und irgendwann werde ich es dann einfach immer in die Story posten. Und wenn ihr dann schnell schreibt, suche ich mir zufällig einen von denen aus, die auf die Story antworten. So läuft das Ganze eigentlich einfach nur ab. Also checkt mein Insta ab, Link ist in der Beschreibung, NoHandGaming. Und dann würde ich sagen, bin ich raus für heute, Freunde. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben. Da würde mich riesig freuen, abonniert, wenn ihr neu seid. Und schreibt mir, wie ihr die Idee findet, in die Kommentare, ob ich das jede Woche bringen soll mit einem spezifischen Spieler oder sowas in die Richtung. Damit bin ich raus und ich sage noch ein Wort. Haut rein.